Bremsanlage ist in vielen Kfz-Betrieben das tägliche Brot im Werkstattgeschäft. Das heißt aber nicht, dass sie keine technischen Neuerungen oder andere Herausforderungen zu bieten hätte. In diesem Video wollen wir Ihnen zeigen, wie die Bremse in modernen Fahrzeugen funktioniert, wie sie mit anderen Fahrzeugsystemen interagiert und wie sich die Bremsentechnik in Zukunft weiterentwickeln wird. Aber natürlich geben wir auch Werkstatttipps für die praktische Arbeit im Service. Dafür haben wir uns Unterstützung von Continental geholt, einem der weltgrößten Zulieferer für Bremstechnik und Fahrzeugelektronik. Bei mir ist Bert Lembens, Leiter Sales Service bei Continental Aftermarket. Hallo Herr Rosner. Die Bremse ist ja seit dem Beginn der Automobilgeschichte ein wesentlicher Bestandteil der Fahrzeugtechnik. Bitte geben Sie vielleicht am Anfang einen kleinen Rückblick auf die wichtigsten Entwicklungsschritte in der Bremstechnik. Ja, mache ich gerne. Also die Entwicklungsschritte sind ja gestartet mit der Umstellung von der mechanischen auf die hydraulische Bremse, 1927, wenn ich recht erinnere. Dann haben wir das Zweigreissystem eingeführt, 1967. Dann kam Ende der 70er Jahre das Thema ABS, 78 in der Serie. Und 98, 20 Jahre später immerhin, kam dann Fahrstabilitätsregelung in der Fläche. Und das sind so die großen Entwicklungsschritte und heute geht es hier dann mehr so in Fahrerassistenzsysteme, aber das schauen wir uns dann später an. Die Anforderungen an die Bremstechnik haben sich ja deutlich verändert. Höchste Sicherheit ist jetzt wichtig, kürzeste Bremswege, von denen man sich vor ein paar Jahrzehnten noch gar nicht vorstellen könnte, dass es jemals möglich sein wird. Welche Bremsenbauarten und Materialien sind denn notwendig, um diesen Anforderungen gerecht zu werden? Also in dem Thema gibt es mehrere Felder. Zum einen brauchen wir die Leistung, ja, weil die Fahrzeuge eben immer schwerer und antriebsstärker geworden sind. Aber zum anderen haben wir eben auch das Gewichtsthema. Wir haben unheimlich schwere Autos heute und deshalb müssen wir als Zulieferer dafür sorgen, dass die Einzelkomponenten immer leichter werden. Das heißt Materialien, legierte Materialien, gesplittete Bremsscheiben, unterschiedliche Materialzusammensetzungen auch, um eben maximale Gewichtsreduzierung hier zu erzielen. Und natürlich auch ein Thema Umwelt. Ganz wichtig, also die Materialien, auch die Reibmaterialien insbesondere, die heute verwendet werden, müssen extrem umweltfreundlich sein. Das heißt, die Bremse muss leistungsstärker und leichter werden. Kommt da irgendwann das System Scheibenbremse auch an Leistungsgrenzen? Mit Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Fahrzeuge 2,5 Tonnen schwer sind und so schnell sind wie früher ein Sportwagen? Ja, also wenn wir heute auf eine Bremsleistung schauen, in einem SUV zum Beispiel oder in einem Kleintransporter, ganz extrem, wo wir ja auch noch limitiert sind in der Radgröße, dann sind die Anforderungen dort höher wie in der Formel 1, also fast unvorstellbar. Aber in der Formel 1 werden ja nach jedem Rennen die Bremsen getauscht und wir wollen ja möglichst lange Lebensdauer auch noch haben. Und nun schalten wir in die Schulungswerkstatt von Continental in Frankfurt, wo wir uns die Entwicklung der Bremstechnik im Detail anschauen wollen. Wir sind jetzt hier bei Continental in Frankfurt und im Trainingscenter und hatten ja versprochen bei unserem Gespräch am Anfang, dass wir auch einen Praxisteil haben werden, um die Spezialisten mal zum Wort kommen zu lassen. Denn es geht ja hier wirklich um Bremssysteme auch in der Praxis. Ich stelle die Menschen gerade mal vor. Markus Aquila, Leiter Werkstattsysteme, Sven Albert, Trainer Technikvertrieb und Ralf Freiberger, auch Trainer Technikvertrieb. Männer, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt dafür. Sehr gerne. Und jetzt gebt mal Gas und zeigt mal, was ihr könnt. Mit der Weiterentwicklung der hydraulischen Bremsanlage kam dann die Scheibenbremse in Verbindung mit einem sogenannten Festsattel. Um hier die geforderten Bremsungen zu erreichen, bediente man sich eines Unterdruck-Bremskraftverstärkers. Danach kam der Faustsattel. Faustsattel aufgrund seiner Bauart, wenn ich mir das so anschaue, ähnelt er einer Faust. Mit diesem Sattel kam dann auch eine geänderte Achsgeometrie zum Einzug. Das heißt, man hat hier von unterschiedlichen Lenkrollen-Halbmessern gesprochen, wegen der Platzverhältnisse. Der Sattel als solches zeichnete sich aus, indem er nur noch einen Kolben hatte, der auf dem Bremsbelag gewirkt hat oder auch heute noch wirkt und die andere Seite mechanisch nachgedrückt wird. Um die Regelung der Hinterachse zu gewährleisten, hat man einen lastabhängigen Bremskraftregler verbaut. Dieser Bremskraftregler war mit der Hinterachse verbunden
und hat so nach Beladungszustand den nötigen Druck auf die Hinterachse weitergeleitet. Weil du gerade von Regelung sprichst, Rolf, natürlich wurden dann in den 80er Jahren auch Regelsysteme erforderlich im Bremsbereich, wenn man nicht schon von Assistenzsystemen sprechen kann. Wir haben in diesem Fall eines der ersten in Großserie produzierten ABS-Systemen aus den 80ern, das MK2. Und wie Sie sehen, aufgrund von Größe und Gewicht natürlich relativ schwierig in Fahrzeuge zu implementieren. Bremsen werden heute als Gesamtsystem entwickelt. Welche Bauteile gehören dazu, abgesehen von den Reibpartnern? Ja, in der Vergangenheit war das ja relativ simpel. Wir hatten eine Ansteuerung, eine Betätigung über einen Bremspedal, Bremskraftversteiger, Hauptbremszylinder. Dann ging es ja direkt schon über die Rohrleitung an die Radbremse. Mhm. Das war die Vergangenheit. Reibmaterial, klar, sowieso. Trommel, Scheibe, Belag, Bremsbacken, ja. Heute haben wir aber mitten in dem System noch eine Elektronik verbaut. Und das ist genau die Krux an dieser Geschichte. Denn die Elektronik regelt all das, was geregelt werden kann. Aber die Reibmaterialien und die Basisbremse ist trotzdem noch extrem wichtig. Okay. Jetzt kann man ja denken, dass bei so einem abgestimmten System dann bei der Reparatur nur Originalteile vom Hersteller verwendet werden dürfen. Ist das der Fall? Und wenn nein, können Sie Bauteile liefern für die Bremsenreparatur? Also zweite Frage zuerst. Ja, wir können die Bauteile liefern. Erste Frage jetzt. Ja, die Fahrzeugteile müssen auf jeden Fall der Originalherstellerqualität entsprechen. Also wir sagen, wir reden hier von sogenannten Identteilen. Also das Teil muss mindestens so gut sein wie neu, sage ich immer, damit das Fahrzeug auch anschließend mindestens so gut bremst wie neu. Wenn es besser ist, ist es noch schöner. Aber die Mindestanforderungen an die Spezifikationen der Fahrzeughersteller müssen auf jeden Fall eingehalten werden. Mhm. Und wie sieht es bei der Fehlersuche aus? Wahrscheinlich geht auch bei der Bremse ohne Diagnosegerät heute nichts mehr. Klar. Wenn heute eine Bremse verschlissen ist, dann kriege ich als Fahrer schon eine Meldung in Form eines Textes oder einer Anzeige, eine Lampe oder was auch immer. Das ist der erste Punkt, da muss zurückgestellt werden. Ja, aber in vielen Systemen geht ohne Fehlerspeicher lesen, löschen überhaupt keine Rückstellung mehr. Das heißt mal eben mit der Taschenlampe und einem Schraubendreher Bremsenreparatur, das war gestern. Trotz allem ist es immer noch ganz wichtig, dass ich eine Sichtprüfung mache an einem Fahrzeug. Ja, konventionelle Teile erstmal sichten und dass ich auch mal den Kunden befrage. Was hast du denn an deinem Fahrzeug? Ist alles normal? Ist es nur ein Verschleiß? Oder gibt es irgendeine Besonderheit, die du vielleicht gerne gelöst hättest? Aufgrund der stetig steigenden Anforderungen an die Fahrzeuge und damit natürlich auch an die Fahrzeugsysteme muss deren Entwicklung ständig weitergehen. Die Fahrzeuge haben heutzutage andere Leistungsverhältnisse, als es früher der Fall war. Die Fahrzeuge haben mehr Gewicht aufgrund von irgendwelchen Komfortsystemen, die vielleicht verbaut sind. Und das Ganze soll natürlich am Ende dann auch noch für den Endverbraucher bezahlbar bleiben. Somit müssen wir, wie schon gesagt, die Systeme weiterentwickeln. Der Ralf hatte vorhin ja das ein oder andere Bauteil gezeigt. Hier dann eine etwas aktuellere Variante in dementsprechend leichter Bauform. Der ist wesentlich leichter, als es früher der Fall war. Und natürlich auch kürzer. Das heißt, wir haben eine Crash-Sicherheit hier gegeben, damit nicht der Fahrer durch das Bauteil unter Umständen verletzt wird bei einem Frontalaufprall. Die Entwicklungsgeschichte der elektronischen Regelsysteme, begonnen mit der MK2 1978, gefolgt von der kompakten Anlage 1998 mit vielen Assistenzsystemen, bis hin zur aktuellen Variante MKC1, womit wir alle Fahrzeuge bedienen können, vor allen Dingen die zukunftsorientierten Elektrofahrzeuge. Um das Ansprechverhalten des Hydroaggregates und das Transportieren der Bremsflüssigkeit an die Bremssättel zu gewährleisten, benötigen wir hier eine Niedrigviskosität Bremsflüssigkeit. Jahre Bremsflüssigkeitsentwicklung. Begonnen mit der DUT3, um die hydraulische Kraftübertragung zu realisieren, weiterentwickelt worden zur DUT4, um hier den Temperaturverhältnissen der Fahrzeugentwicklung gerecht zu werden, bis hin zur aktuellen DUT 5.1, einer Niederviskositätsbremsflüssigkeit, um hier das Ansprechverhalten entsprechend zu verbessern. Analog zur Bremshydraulik
musste natürlich auch die Radbremse dementsprechend angepasst werden. Man hat hier eine relativ große Scheibe innen belüftet, zweigeteilt. Zweigeteilt heißt, dieser Aluminiumtopf wurde mit Nieten in diese Bremsscheibe integriert, um somit Gewicht zu sparen. Wir sprechen hier von etwa 2 Kilo. Dazu brauchen wir einen dementsprechenden Bremssattel, der hier aus einer Aluminiumlegierung gefertigt wurde. Auch bei diesem Sattel sparen wir pro Sattel 50% Gewicht. Dies erfordert natürlich auch eine ständige Anpassung der Bremsbeläge bzw. natürlich auch der Bremsbelagmischungen. Mittlerweile geht die Produktion, Entwicklung mehr in Richtung Low Dust, bedeutet weniger Staub, weniger Emissionen und natürlich auch Richtung 0% Kupferanteil. Nicht nur eine Weiterentwicklung der Belagmischung ist erforderlich, sondern auch der Belaganbauteile. Wir haben hier einmal die Klammer, die den Belag im Kolben hält und natürlich auch diese Rückenplatte mit diesem 20-Grad-Versatz, damit der Kolben bzw. der Belag dann dementsprechend korrekt an die Scheibe herangeführt wird. Und hier sehen wir die Bremsscheibenentwicklung der letzten 50 Jahre. Begonnen mit der Vollgussscheibe, weiterentwickelt worden zu der innenbelüfteten Bremsscheibe. Und heute haben wir die zweiteilige Scheibe, um den hohen Leistungsanforderungen der Hersteller gerecht zu werden. Nachdem wir Ihnen nun einiges über die Entwicklung und Historie der Fahrzeuge, Bauteile und Systeme erklärt haben, möchten wir nun direkt am Fahrzeug den Stand der Technik zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigen. Wir haben hier ein sehr großes Fahrzeug, sehr schweres Fahrzeug und somit natürlich auch eine entsprechend groß dimensionierte Bremsanlage. Um hier das Gewicht und natürlich auch die hohen ungefährdeten Massen zu reduzieren, verwendet man eine zweigeteilte Bremsscheibe mit einem Stahlblechtopf und einem Reibring, welche miteinander verbunden werden. Gleichzeitig einen 4-Kolben Aluminiumsattel, um eben diese ganze Gewichtsreduzierung an der großen Bremse an allen 4 Rädern zu reduzieren. Hier eine Bremsscheibe aus dem Aftermarkt, in dem Fall von der Firma ATE. Um hier auch die Gewichtsreduzierung zu ermöglichen, geht ATE auch den Weg eines Stahlblechtopfes. Die Befestigung, hier geht man einen etwas anderen Weg als beim Original. Man wählt hier die Befestigung der Vernietung. Diese Bremsscheibe ist absolut den Herstellervorgaben gerecht. Zu diesem Fahrzeug gehört natürlich auch eine Hinterachsbremsanlage. Auch hier ganz deutlich zu sehen, eine zweigeteilte Scheibe, innen belüftet, dazu einen Aluminium-Bremssattel mit einer sogenannten elektrisch betätigten Handbremse. Dieser Sattel ist im Aftermarkt erhältlich und ist ebenfalls von der Firma ATE. Bremse ist heute mit allen anderen Fahrzeugsystemen vernetzt. Welche Funktionen lassen sich dadurch darstellen? Ja, insbesondere da die Fahrzeuge heute ja mit vielen Assistenzfunktionen ausgerüstet sind, wird die Vernetzung einfach unumgehbar, sage ich mal. Also wir müssen alle miteinander sprechen in den Autos und in dem zentralen Steuergerät der Bremsanlage werden diese Informationen alle gesammelt und entsprechend dann auch aufbereitet. Und es geht bei einfachen Themen los. Ein Tempomat kennt wahrscheinlich jeder. Heute heißt es dann aber dann ACC Plus, also aktiver Tempomat mit Distanzkontrolle, mit Geschwindigkeitsregelung oder ein Spurhalteassistent zum Beispiel, elektrische Parkbremse. Also es sind fast keine Funktionen, fast keine Sicherheitsfunktionen im Auto möglich ohne Bremsenabstimmung. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass dann fehlende Wartung auch durchaus Auswirkungen auf die Funktion dieser Assistenzsysteme haben kann. Ist das auch so? Absolut. Also ein ganz simples Thema ist Autoglas. Ja. Ein Glasschaden, eine neue Frontscheibe, ein Kamerasensor nicht entsprechend kalibriert und schon funktioniert das Ganze nicht mehr. Man muss hier, glaube ich, einmal verstehen, und das ist so auch die Herausforderung für die Werkstätten, verstehen, das ist ein System. Ja, und wenn das schwächste Teilchen in dem System nicht gut funktioniert, dann funktioniert der Rest eben auch nicht mehr gut. Denn die Elektronik hat ja gewisse Vorgaben. Das ist programmiert, das Steuergerät, und das hat
gewisse Vorgaben und das rechnet eben immer anhand seiner Vorgaben. Mhm. Und der Sensor gibt dann die aktuelle Information, um entsprechend die Reaktion dann zu gewährleisten. Action, Reaction geht aber dann nur, wenn alles zusammenspielt und wenn es auch wirklich entsprechend gewartet ist. Simples Beispiel, ich verbaue in einem Fahrzeug einen schlechten, sage ich mal, minderwertigen, billigen Bremsbelag und bekomme die Reibwerte nicht mehr. Und dann kann meine Hydraulik noch so viel nachregeln und das ABS und das ESC und die Elektronik noch so viel Bremskraft anfordern, ich werde sie nicht mehr generieren können am Rad. Oder ein schlechter Reifen zum Beispiel. Das heißt, die Basisbremsanlage ist nach wie vor entscheidend für die Funktion auch aller Zusatzthemen. Das heißt, das ESP kann zum Beispiel ein schleudendes Fahrzeug nicht gut genug abfangen, wenn die Bremsbeläge nicht gut genug sind. Wir haben ein Geschwindigkeitsthema auch an dieser Stelle. Wenn der Reibwert nicht schnell genug aufgebaut wird, wenn zum Beispiel die Flüssigkeit alt ist oder die falsche Flüssigkeit befüllt ist, Viskosität nicht stimmt, dann ist der Druckanstieg zu langsam. Heute haben wir aber ESP bis Vmax, also 250 oder mehr. Wenn ich bei 200 eine Schleuderneigung habe und brauche eine Sekunde, um Druck aufzubauen, habe ich schon 3 Umdrehungen gemacht. Das ist zu spät, dann brauche ich mehr Regeln. Das heißt, es muss wirklich alles 100% funktionieren. Deshalb in der Wartung, also bei der Werkstatt in der Wartung, mindestens so gut wie OE. Alles klar. Jetzt gibt es beim Elektroauto ein anderes Thema mit Vernetzung. Da gibt es ja 2 Betriebsbremsen. Ja. Einmal die klassische Reibungsbremse und dann auch der Elektromotor, der verzögert durch die Rückgewinnung von Energie. Die beiden Bremsen müssen ja auch aufeinander abgestimmt werden. Und auch da müssen wahrscheinlich die Reibwerte ganz genau bekannt sein. Das ist ein Reibwertthema. Das ist ganz klar wieder ein Basisbremsanlagenthema, also Radbremse. Aber es ist auch ein Ansteuerungsthema. Und speziell dafür haben wir hier dieses Aggregat auch entwickelt. Das ist das MKC1-Aggregat, was momentan bei uns Serienstand ist. Und hier habe ich mit einem Bremspedal die Möglichkeit, zuallererst den Bremswunsch durch Rekuperation zu generieren und wenn das dann nicht reichen sollte, dann noch mit der hydraulischen Bremse. Aber der Fahrer spürt davon gar nichts. Er hat nur ein Bremspedal, er bremst, es ruckelt nicht, es klappert nicht, es macht gar nichts mehr. Es gibt keinen Bremskraftverstärker mehr, keinen Hauptbremszylinder mehr, also das fällt alles weg. In diesem Aggregat ist alles vereint und die Ansteuerung für die Rekuperation. Wir haben ja jetzt ausgiebig die Bremsanlage an diesem Fahrzeug uns angesehen. Eine Frage dazu wäre jetzt, was würde denn der Anhängerbetrieb auf die Bremsanlage für eine Auswirkung haben? Gut, natürlich erkennen die Systeme aufgrund der Vernetzung, sobald du den Stecker von deinem Anhänger oder in dem Fall Fahrradträger in die Steckdose steckst, dass etwas an der Anhängerkupplung dranhängt und dementsprechend wird in der Elektronik einiges umgestellt. Es werden verschiedenste Systeme angepasst. Du hattest vorhin die elektronische Parkbremse zum Beispiel angesprochen. Wie du weißt, früher war es so, die Bremsverteilung war so in etwa 70-30. Das heißt, ich musste vorne 2-3 Mal die Bremsbeläge vielleicht ersetzen, bevor ich hinten überhaupt tätig werden musste. Heutzutage kann das so weit gehen, dass das sogar andersrum ist. Das bedeutet, ich muss hinten die Bremsbeläge ersetzen, weil sie verschlissen sind und vorne sind sie noch zu 50% gut. Das kommt natürlich A auf die Fahrzeugnutzung an, auf die Ausstattung und B natürlich, ob ich eine sehr große Last mit dem Fahrzeug ziehen möchte, weil dann zum Beispiel das ESP-System anders reagiert, wegen der Schlingensteuerung und vielleicht auch die elektronische Parkbremse stärker festzieht, weil sie damit rechnet, dass vielleicht 2 Tonnen am Fahrzeug hinten dran stehen am Berg. Ja, das jetzt allein das Thema nur die Bremse. Des Weiteren werden natürlich auch viele andere Assistenzsysteme zum Beispiel umgestellt. Das heißt, sobald ich hinten die Anhängerkupplung dran habe und den Stecker reinstecke, wird das vom System erkannt und die Steuergeräte, die verbaut sind, ausstattungsabhängig, werden darüber informiert. Bedeutet, die Heckradarsensoren, die unter dem Stoßfänger verbaut sind hinten, die ja in dem Fall nichts mehr sehen oder nichts mehr erfassen können, werden in dem Fall deaktiviert. Bedeutet, meine Pre-Safe für die Heckaufprallreduzierung wird deaktiviert, meine Querstraßenerkennung, ob da ein Verkehr kommt von hinten, Auspackassistent wird deaktiviert, je nachdem wie die Ausstattung ist, weil das System das nicht mehr richtig erkennen kann. Natürlich wird der Fahrer auch darüber informiert. Du hast ja auch im Spiegel bei diesem Modell die Anzeige für den Spurwechselassistenten, ob sich von hinten ein Fahrzeug nähert oder neben dem Fahrzeug eines befindlich ist. Auch das wird in dem Moment deaktiviert, aber natürlich der Fahrer darüber in Kenntnis gesetzt. Zusätzlich haben wir natürlich noch andere Systeme, wie zum Beispiel die Geschwindigkeitsregelanlage oder das ACC, falls verbaut und dementsprechend eingeschaltet. Dann wird natürlich auch der Fahrer automatisch
darauf aufmerksam gemacht, dass das jetzt reduziert wird auf 80 oder 100 km/h. Das kann ich auswählen, je nachdem, welche Anhänger ich ziehe, wie der zugelassen ist. Und das wird mir dann auch unter Umständen vielleicht im Navi berücksichtigt oder auch bei der Berechnung der Ankunftszeit oder bei der Verkehrszeichenerkennung. Und diese ganzen Themen werden dann berücksichtigt, vorausgesetzt natürlich, dass die Software dementsprechend korrekt angepasst ist. Das heißt also, das wird alles, was du jetzt geschildert hast, in der Software berücksichtigt. Richtig. Wenn ich die Anhängerkupplung vorausgesetzt korrekt eingebaut habe und natürlich auch nach Fahrzeugherstellervorgabe mit meiner Eigendiagnose angelernt habe, dann wissen die Steuergeräte, dass das da dran ist und das Fahrzeug oder beziehungsweise die Systeme können sich darauf einstellen. Du sprachst jetzt die Motorsteuerung an. Wenn Motorsteuerung, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es im Getriebe Applikationen geben muss. Ist das so? Ja, natürlich, auch hier wird die Software angepasst. Das heißt, das Getriebe schaltet anders. Unter Umständen haben wir ja irgendwo Kühlmittelpumpen, Thermostate drin, die dann anders geregelt werden, damit auch der Kühlkreislauf des Öles oder der Flüssigkeiten dementsprechend mit beeinflusst wird. Die Kühler von der Lüftersteuerung für die Motorsteuerung werden dann dementsprechend auch anders belüftet. Das heißt also, wenn dieses Fahrzeug vom Werk her mit Anhängerkupplung ausgeliefert wird, ist diese Software wahrscheinlich alles schon im Fahrzeug integriert. Wenn ich jetzt das Fahrzeug mit Anhängerkupplung nachrüste, muss ich ja dann dementsprechend diese Software aufspielen, freischalten oder ähnliches. Wir können ja auch sehr gerne den Zuschauern mal zeigen, wie uns das Ganze dann dementsprechend im Display angezeigt wird, wie der Fahrer darauf aufmerksam gemacht wird und was er dementsprechend für Einstellungen dann noch anpassen muss, persönlich, um eben das Fahrzeug bzw. den Anhänger korrekt zu ziehen. Perfekt. Wir sind jetzt hier im Fahrzeuginneren. Du hattest vorhin angesprochen, dass der Anhängerbetrieb im Fahrzeug einige Assistenzsysteme beeinflusst und sogar wegnimmt. Was ist das in dem Fall? Gut, Ralf, wie du hier schon im Fahrzeug sehen kannst, weist er mich in der Multifunktionsanzeige im Combi-Instrument darauf hin, dass der Totwinkelassistent im Anhängerbetrieb nicht verfügbar ist und ich bitte die Betriebsanleitung studieren möchte. Das ist jetzt nur ein Hinweis, ist ja keine Fehlermeldung, weil das ist ganz normal, weil die Heckradarsensorik durch die Verdeckung durch den Anhänger dementsprechend beeinträchtigt ist. Okay. Zeitgleich, wie gesagt, das ist aber alles Fahrzeughersteller, modellspezifisch und auch ausstattungsspezifisch. Hier ist jetzt das kleine Navi, es gibt ja auch das Command Online mit diesem Fahrzeug, die etwas größere Variante. Da habe ich dann unter Umständen mehr Optionen. Oder wie jetzt bei meinem Fahrzeug, das ich zum Beispiel auswählen könnte, ich fahre 80 oder 100 km/h, wie vorhin auch schon angedeutet. Das ist hier jetzt nicht direkt der Fall, dass ich das gleich zu Beginn auswählen möchte. Ich sage jetzt nur, okay, ich habe das Anhänger, habe ich dementsprechend dran. Ich möchte die Route optimieren für das Fahren mit Anhänger. Und dementsprechend habe ich jetzt als Zielort München eingegeben, hier von Frankfurt. Er berechnet jetzt die Route und sagt mir, wir wären in über 5 Stunden erst dort für 400 Kilometer. Und das ist natürlich nicht mit 130 oder mehr km/h, ja, sondern das ist wirklich schon auf den Anhängerbetrieb voreingestellt. Und unter Umständen kann auch die Streckenführung dann dementsprechend eine andere sein, wenn irgendwo Einschränkungen mit Hängerbetrieb vielleicht unter Umständen wären. Aber wie gesagt, das ist alles ausstattungsabhängig. Bei diesem Fahrzeug ist es jetzt halt der Fall. Ganz besonders wichtig ist die Vernetzung zwischen Bremse und Fahrzeugsystem ja für das automatisierte Fahren. Da gibt es ja mehrere Stufen. Welche davon sind heute schon verwirklicht? Also es gibt insgesamt 5 Stufen für das automatisierte Fahren, die von den Fahrzeugherstellern definiert sind. Und wir leben heute auf dem Level 3. Wir würden gern schon ein bisschen weiter sein, aber wir sind erst bei Level 3, weil sich in der Praxis dann herausstellt, dass es doch sehr komplex ist. Zum einen ist es eine Akzeptanzfrage beim Fahrzeugführer, beim Autofahrer. Der muss es auch wollen, der muss es auch nutzen wollen. Es ist sicherlich ein Kostenthema, ja. Und es ist ein Infrastrukturthema und es ist auch ein rechtliches Thema. Also es gibt noch ein paar Themen hier zu lösen. Stufe 3 ist Stand heute realisierbar. Mit allen Folgen, auch mit juristischen Folgen, mit Versicherungsthemen, mit allem, was gelöst ist. Stufe 3 bedeutet, dass wir heute teilautomatisiert fahren können. Das heißt, ich kann die Geschwindigkeit wählen, mein Auto hält die Spur von selbst, mein Auto folgt dem Stau oder Stop-and-Go-Verkehr, Betrieb vollautomatisiert. Das funktioniert alles. Ich kann sogar zeitweise schon die Hände vom Lenker nehmen und das Auto fährt mich auf der Autobahn eine gewisse Strecke ohne. Aber der Fahrer muss jederzeit übernehmen können, kurzfristig übernehmen können und er muss auch regelmäßig beweisen, dass er noch da ist. Also er muss das Lenkrad anfassen. Ja. Das, was viele Menschen unter automatisiertem Fahren verstehen, nämlich die Stufe 5, das vollautonome Fahren, wird noch lange auf sich warten lassen, oder? Was ist da Ihre Meinung? Wir hatten irgendwann mal eine Prognose gemacht, dass wir 25 vollautomatisiert fahren. Das haben aber alle mittlerweile zurückgenommen, weil wir, wie gesagt, gelernt haben, dass es doch so einfach nicht ist. Und wir haben gelernt, die Akzeptanz hängt natürlich auch an den Kosten.
Also wenn ich dem Autofahrer sage, du musst jetzt 4.000, 5.000 Euro mehr bezahlen für das vollautomatisierte Fahren, dann gibt es nur noch ganz wenige, die sagen, das hätte ich gern. Bis 1.500 Euro ist die Akzeptanz gut, danach nimmt es ab. Und natürlich auch die Technik muss funktionieren. Und vielleicht sollte man auch eins nicht vergessen, die Fahrzeuge, die jetzt neu auf die Straße kommen, müssen ja immer noch kompatibel sein mit unserem aktuellen Carpark. Und da reden wir heute über ungefähr 9,7 Jahre im Schnitt. Also da war noch nichts mit automatisiertem Fahren. Und die müssen ja miteinander reden können. Die Technik muss funktionieren, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Das heißt, die Werkstätten müssen auch die elektronischen Anteile der Bremsenreparatur beherrschen. Das heißt, das Fehler auslesen, löschen und kalibrieren der Systeme. Das schauen wir uns jetzt in der Praxiswerkstatt an. Was machen die Assistenzsysteme denn mit unserer Bremse? Ich sehe hier einen Radarsensor, ich sehe da oben eine Kamera. Es gibt ja sicherlich jetzt auch eine Funktion, wie unsere Bremse darauf Einfluss nimmt. Das ist völlig korrekt, Ralf. Also, wie du siehst, wir haben hier eine Kamera, hier vorne einen Radarsensor, wie von dir richtig erkannt. Wir haben jetzt hier das Emblem schon mal demontiert, damit es auch für jeden ersichtlich ist. Beide in Verbindung miteinander arbeiten natürlich unter anderem für das ACC-System. Was bedeutet ACC? ACC bedeutet Additive Cruise Control, das heißt, ich kann in meinem Fahrzeug, je nach Fahrzeughersteller und je nach Modell und Sensorik, einen Abstand und eine gefahrene Geschwindigkeit einstellen. Das Fahrzeug folgt dann dem Vordermann in gewählter Geschwindigkeit, maximal, das kann bis 250 km/h oder sogar darüber hinausgehen, und den Abstand kann ich individuell, natürlich in bestimmten Grenzen, einstellen, und das Fahrzeug beschleunigt dann selbstständig oder verzögert auch, und das je nach Getriebesteuerung bis zum Stillstand oder beim Schaltgetriebe halt vielleicht nur bis auf 30 km/h. Das heißt also, dieses ACC nimmt unmittelbar Einfluss auf unsere Bremse. Das ist völlig korrekt. Wir bekommen Informationen von der Kamera und vom Radar. Die Information geht natürlich nicht nur zum ESP-Steuergerät, sondern über das Gateway auch zu vielen anderen Steuergeräten, aber hier hauptsächlich in sehr, sehr schneller Geschwindigkeit zum ESP-Steuergerät, damit dieses auch optimal reagieren kann. Somit ist hier natürlich eine relativ schnelle Datenverbindung notwendig. Wichtig ist natürlich auch hier, dass die Dinge richtig eingestellt sind. Du hast vorhin bei dem anderen Fahrzeug gesehen, da war ein Riss in der Scheibe. Wenn wir die ersetzen, müssen wir die natürlich auch nach Fahrzeugherstellervorgabe kalibrieren. Das kann statisch sein, dynamisch sein, mit einem Target, ohne. Es kann sein, dass ich vorher eine Achsvermessung machen muss oder auch nicht. Der Tank muss voll sein, wie auch immer. Alles bitte nach Herstellervorgabe, sonst ist das nicht korrekt. Und wenn die Scheibe schief drin ist, da ist die Kamera drauf fixiert, dann guckt die halt auch nicht gerade, und dementsprechend kann es sein, meine Lichtsteuerung, die reagiert falsch, blendet vielleicht im Gegenverkehr, oder das Fahrzeug reagiert falsch, weil es sich nicht in der Spur sieht oder vielleicht woanders, als es tatsächlich befindlich ist. Wenn man so einen Notbremsassistenten einmal in Aktion gesehen hat, es gibt hier drei oder nach anderen Fahrzeugherstellern sogar vier Vorwarnstufen. Und wenn das wirklich eine Notsituation ist, dann habe ich eine optische Warnung, noch eine optische Warnung, eine akustische und dann erst die Notbremsung. Ich als Mensch kann aber gar nicht so schnell folgen, das heißt, für mich ist das nur ein optisch und ein Piepton und schon kommt die Vollbremsung. In der Zeit hätte ich noch nicht mal den Fuß auf dem Pedal, und das ist mal die Geschwindigkeit, teilweise über FlexRay, teilweise schon über Ethernet-Schnittstellen, wie schnell diese Geschwindigkeit ist, damit die Information vom Sensor am Steuergerät und dann schon der Druck am Rad ist. Und auch hier ist es natürlich wichtig, jeder von euch in der Werkstatt hat immer die Preisdokumentation, mitgebrachte Ersatzteile, wie auch immer. Stellt euch vor, das ESP-Steuergerät erkennt in einer sehr, sehr schnellen Geschwindigkeit eine Gefahr, oder ein Kind, das die Straße quert, ihr habt jetzt eine verschlissene Bremsflüssigkeit drin, ihr habt vielleicht einen schlechten Bremsbelag drin, der schon etwas abgenutzt ist, eine qualitativ minderwertige Bremsscheibe und natürlich dann am Ende noch einen nicht ganz optimalen Reifen. Dann kann natürlich der Bremsweg unter Umständen 5, 10 oder 15 Meter länger sein, und das kann natürlich dann im schwerwiegendsten Fall zu einem Unfall kommen, was wir natürlich vermeiden wollen, und deswegen die Instandsetzung immer nach Herstellervorgabe und mit qualitativ hochwertigen Ersatzteilen ausführen zu können. Die Entwicklung, die die Bremstechnik in den letzten Jahren genommen hat, ist ja schon beachtlich. Aber ist jetzt schon das Ende der Fahnenstange erreicht? Vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick geben, woran die Ingenieure bei Continental derzeit arbeiten.
Ja, wir arbeiten selbstverständlich an der Weiterentwicklung der Bremse. Wir reden ja Stand heute immer noch über hydraulische Bremsen. Mit diesem neuen C1-Aggregat hätten wir sogar die Chance, hier schon eine sogenannte Hybridbremse zu fahren. Das heißt, Vorderachse hydraulisch und Hinterachse voll elektrisch. Das ist zum Beispiel ein Trend. Wir würden gerne auf eine trockene Bremse gehen, damit wir die Bremsflüssigkeit in Zukunft nicht mehr im Fahrzeug haben und auch diese Übertragungsgeschichte von der Elektronik auf der Hydraulik. Also ein Zeitthema wieder. Okay. Jetzt liegt noch ein anderes Exponat, eine Trommelbremse. Die älteren Zuschauer werden es vielleicht noch erkennen. Das ist aber ein ganz neues Bauteil für den VW ID.3. Werden solche Bauweisen in Zukunft wieder eine größere Rolle spielen? Absolut. Wir sehen in den letzten Jahren einen Trend zur Trommelbremse, insbesondere bei kleineren Fahrzeugen. Und das ist auch sehr einfach zu begründen. Es ist kostengünstig, es ist mit hoher Lebensdauer ausgestattet, es ist relativ wartungsarm und es funktioniert einfach so, ohne Problem. Also für den Kunden einfach nicht spürbar. Es funktioniert, es bremst. Und das ist ein Riesenvorteil. Und wenn wir gerade in die Elektromobilität schauen, muss man ein bisschen unterscheiden. Habe ich ein Hybridauto, ist es unkritisch, aber habe ich ein rein elektrisches Auto, dann habe ich hohe Rekuperation und habe in aller Regel ganz wenig Anspruch auf Bremsleistung oder ganz selten Anspruch auf Bremsleistung. Das birgt ein Risiko in Form von Korrosion. Okay. Und insbesondere bei den Scheibenbremsen ist Korrosion schon immer ein Thema gewesen, jetzt ganz verstärkt auch bei den Elektrofahrzeugen. Deshalb gehen wir hier wieder auf die Trommelbremse, die ist geschlossen, die hat kein Korrosionsproblem und die hat eine hohe Lebensdauer. Hohe Lebensdauer und wenig Wartung ist natürlich kein schönes Thema für die Werkstätten. Die müssen derzeit ohnehin viel investieren. E-Mobilität stellt sie vor große Herausforderungen. Diagnose, Klimaservice, Sie kennen die Themen alle. Wie sieht es bei der Bremse aus? Muss auch da investiert werden? Es gibt sicher immer Investitionen auch in der Bremse, aber es wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so sein, dass wir nur in Hardware investieren, sondern auch in der Bremse müssen wir mehr in die Software investieren. Also das heißt, ich brauche die Anbindung zu den Herstellerportalen zum Beispiel. Ich brauche entsprechende Diagnosegeräte. Ich brauche Online-Verbindung. Ich muss auch entsprechend ausgebildete Mitarbeiter haben. Das ist meiner Meinung nach die größere Herausforderung in der Investition als in eine in der Vergangenheit Hebebühne oder Achsmessstand. Wie sieht es mit dem Bremsenprüfstand aus? Muss der irgendwie aufgerüstet werden oder verändert werden, um Elektrofahrzeuge oder Hybride zu messen? Also Bremsenprüfstände haben wir jetzt gerade kurzfristig alle erneuert. Da gab es ja eine neue Bremsenrichtlinie, die sind momentan up to date. Und bei den Elektrofahrzeugen ist es leider nicht einheitlich. Es gibt E-Fahrzeuge, die bremse ich ganz normal ab, wie jedes normale Auto. Aber es gibt auch E-Fahrzeuge, da muss ich in einen Prüfmodus. Okay. Ist aber für die Werkstatt jetzt auch nicht unbedingt was Neues, weil das hatten wir auch schon bei der elektrischen Handbremse. Was ich noch machen kann in einem Rollenprüfstand, ich kann Rekuperation prüfen. Also das ist schon aktueller Stand heute. Alles klar. Und wie sieht es mit der Weiterbildung aus? Wie oft sollten Werkstätten ihr Wissen updaten in Bezug auf die Bremse? In der Vergangenheit haben wir gesagt, du musst als Werkstattmitarbeiter mindestens einmal im Jahr ein Update fahren. Ich bin da heute ein bisschen weg, weil ich sage, Lernen auf Vorrat, das geht gar nicht mehr. Ich lerne heute was, ich trainiere den Ball ins Tor zu schießen, dann kann ich das beim 50. Mal, aber das ist nicht mehr gut genug für die Fahrzeugreparatur. Die Autos sind heute so spezifisch, so unterschiedlich, auch von der Ausstattung her. Ich kriege ein Auto, das sieht von außen gleich aus und hat komplett andere Architektur innen drin, weil es eben ein Modell Facelift oder was auch immer ist. Das heißt, der Trend geht heute mehr zu kleinen Lerneinheiten und aktuellen Lerneinheiten. Einfach Wissen auf Anforderung, jetzt aktuell. Das klingt ja wie Training on the Job. Gibt es solche neuen Weiterbildungsformate schon bei Ihnen? Ja, wir haben insbesondere in diesem Jahr umgestellt auf Online-Trainings. Viele Themen, die wir früher nur im Präsenztraining behandelt haben, bieten wir heute im Online-Training an. Ist allerdings ein komplett neues Format. Das heißt, ich kann hier keinen Menschen aus einer Werkstatt einen Tag an einen Computer binden, sondern das sind dann kleinere Packungen, kleinere Päckchen, eine Stunde, anderthalb Stunde, wo aber nur das aktuelle Wissen vermittelt wird. Die Grundlagen, die müssen wir trainieren, die muss er können. Und dann das Add-on, das machen wir online. Ja, Markus, jetzt haben wir ja hier gelernt, wie sich die Bremse weiterentwickelt hat in den letzten fast 100 Jahren und wahrscheinlich auch weiterentwickeln wird. Also nach diesen 100 Jahren weiterentwickeln stellt sich ja sofort für mich die Frage, wie muss ich denn eine Werkstatt in Zukunft aufstellen, um eben der Technik entsprechend zu agieren und auch noch Geschäfte zu generieren? Hier ist es ganz wichtig, zuerst mal sich ordentlich zu positionieren. Welche Geschäftsfelder möchte ich denn eigentlich bedienen? Und das ist essentiell, um zu entscheiden, wo ich mich in Zukunft dann auch befinden werde und wo ich dann weiter meine Investition starte. Wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel die Fahrerassistenzsysteme sehr aufwendig sind und hier ist ein hoher Investitionsbedarf notwendig. Es gibt verschiedene Tools, um hier auch nachhaltig zu kontrollieren, wenn ich diese Investition tätige. Wie lange muss ich denn eigentlich dann auch meine Werkstattmitarbeiter auf Trab halten und ich dann auch entsprechend dann irgendwann anfange, damit Geld zu verdienen?
Ja, wir haben alle mal den Beruf erlernt, aber die Technik, haben wir ja von den Kollegen vorhin gesehen, entwickelt sich immer weiter. Wenn ich mich entsprechend nicht weiterentwickle, dann ist da irgendwo ein Gap, was wir auf jeden Fall überbrücken müssen. Okay, nachdem du das jetzt alles erklärt hast und die Möglichkeiten gezeigt hast, die Industrie uns bietet hier in der Werkstatt, kann ich abschließend soweit zusammenfassen und sage, was ist die Investition für die Zukunft? Es ist weniger die Hardware, die ich brauche, es ist mehr Wissen, was ich brauche und es ist mehr Softwareanbindung an OE-Portale, an aktuelle Themen, an vielleicht auch Themen, wie wir gehört haben, hier Anhänger freischalten, Software aufladen, alles Sachen, die ja heute elektronisch gehen. Also es ist gar nicht mehr so der Schrauber, sondern ich glaube, wir brauchen in Zukunft mehr den ITler, den Techniker und den Kaufmann. Und das bisschen Schrauben machen wir mit, das können wir ja schon. Das ist ganz wichtig heute, dem Kunden Vertrauen zu geben. Und nur wenn der Kunde vertraut, wird er auch wiederkommen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen Einblick geben in die modernen Bremsanlagen. Vielen Dank, dass Sie das alles angeschaut haben. Vielen Dank, Männer, dass ihr es so schön erklärt habt. Und auch nach 100 Jahren Bremse bleibt das Thema weiterhin spannend. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Vielen Dank, Herr Lembens, an Sie und an Ihre Kollegen in der Schulungswerkstatt. Sehr gerne. Sie sehen also, in der Bremsanlage steckt noch viel Potenzial zur Weiterentwicklung. Für Werkstätten ist es Pflicht, hier auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben. Die Bremse bleibt Ihnen als tägliches Brot erhalten. Auch wenn Autos keinen Verbrennungsmotor mehr haben, werden die Reibungsbremsen trotzdem erhalten bleiben. Ich denke also, es bleibt weiter spannend.